111 Kilometer. Ich bin erledigt. Das war der erste Tag von meinem kleinen Bikepacking-Trip. Ich habe Ewigkeit nach einem Schlafplatz gesucht und im Nachhinein musste ich sagen, es hätte nicht besser laufen können. Der nächste Morgen sollte allerdings ganz anders anfangen. Guten Morgen. Gestern bin ich ja 111 Kilometer gefahren, 1200 Höhenmeter. Und ich war ganz schön am Ende. Ich habe sehr lange gebraucht, einen Schlafplatz zu finden. Aber die lange Suche hat sich gelohnt. Ich habe hier eine mega gute Aussicht. Allerdings wird es heute wohl so sein, dass ich mich nicht über die ballende Sonne beschweren werde. Weil es halt einfach regnet. Also, wenn ich hier mal hochhebe, da ist die Aussicht. Dort ist direkt der Nidderstausee. Ich zeige es euch später nochmal genauer bei Regen. Natürlich nicht so schön. Ich schlafe jetzt einfach noch eine Runde. Vielleicht hört es ja wieder auf zu regnen. Nass. Das ist die Aussicht hier. Und die war schon gestern Abend richtig geil. Und selbst jetzt im Regen einfach herrlich. Und mich hat halt einfach niemand gesehen, ne? Hier ist der Weg. Ja, und hier ist mein Zelt. Perfekt. Es ist nass. Zeltstangen wieder da reinstecken. Warum hat das gestern so gut funktioniert? Ich hatte den Rucksack da drin. Aber das ist ja immer so. Am ersten Tag funktioniert es halt. Ich gebe die Seite besser. Vielleicht so. Man sieht, dass jemand hier war, aber nur, weil es unter dem Zelt logischerweise trocken ist. So soll es sein. Nichts hinterlassen. Und jetzt habe ich keine Ahnung, wie ich hier wieder rauskomme. Es war auf jeden Fall schon ein Riesenakt, überhaupt hier hochzukommen, weil hier alles zugewachsen ist. Was auf der anderen Seite ganz gut war, weil so konnte mich keiner finden. Also wenn mich jetzt jemand sieht, dann aua, der denkt, oh, ich hab's nicht an. Ja. Ich hab's geschafft. Ich fahre jetzt hier einmal um den See, dass ich einmal rum bin und es dann auch bei jeder Wetterlage gesehen habe. Da drüben übrigens habe ich im Wald geschlafen. Einmal um den Nidderstausee zu fahren, war definitiv eine gute Idee, um mich erstmal einzufahren, bevor es dann direkt zur Sache ging. Kaum hat es geregnet, hat mich da so ein scheiß Viech gebissen. Ich hatte ja echt Glück gehabt gestern, dass keine... Aua, ist das heiß! Ich hatte ja Glück gestern, dass keine Mücken da waren. Das war wirklich das Beste überhaupt. Meine Stimmung an diesem Morgen war sehr wechselhaft, genauso wie das Wetter. Ich hatte sehr schlecht geschlafen und wahrscheinlich war ich auch ziemlich verwöhnt vom Tag zuvor. Ich hatte einen tollen Tag und einen wunderschönen Sonnenuntergang. Aber ja, die Sonne kann eben nicht immer scheinen. Oder etwa doch? Und plötzlich ist die Sonne da. Verrücktes Wetter. Kaum hat sich die Sonne blicken lassen, war meine Laune um einiges besser und die Musik in meinem Ohr hat auch dazu beigetragen und ja, im leichten Gefälle läuft es sowieso meistens besser als bergauf.
hat aber nicht lange gedauert und das Wetter hat sich schon wieder geändert, so wie auch meine Laune. Energie hatte ich an diesem Tag auch irgendwie nicht, deswegen war ich froh, dass der Streckenverlauf zwischendurch recht flach war. Aber ja, so kleine Hügelchen, die haben mich dann schon ganz schön fertig gemacht. Hinter mir seht ihr das Klauberg-Museum. Zu empfehlen, auf jeden Fall die bessere Wahl bei so einem Wetter als Radfahren. Ich war mit Steffen letztes Jahr mal da drin gewesen, geht mal rein, interessante Sache und noch dazu hat man hier auch eine schöne Aussicht. Vielleicht heute nicht, ich blende euch einfach mal die Bilder ein, als das Wetter mal gut war. Wir sind jetzt bei Kilometer 48. Was ist denn jetzt los? Also entweder fahren irgendwelche Autos rum, die Lärm machen, jetzt ist hier einfach ein Hund. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Kilometer nach Hause. Ich bin ganz schön fertig. Ausgelaugt, so richtig ausgelaugt. Ich lasse jetzt einfach mal alles ein bisschen sacken, weil es war eine wirklich coole Tour. Wenn ich zu Hause bin, geht es mir wahrscheinlich wieder besser. Ja, an diesem Tag war ich nicht in besser Verfassung. Es kann nicht jedes Mal so laufen wie am ersten Tag. Nicht alles ist immer Friede, Freude, Eierkuchen beim Fahrradfahren, sondern man hat halt eben auch mal einen schlechten Tag. Und das ist auch okay. Dennoch bedanke ich mich fürs Einschalten und hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen, wenn es dann wieder besser läuft. Bis dahin, schwingt euch aufs Bike und travel and ride. Bye bye. Daumen nach oben nicht vergessen. Danke, Hund, dass du mich weiterhin gestört hast.